Die Tradition des Christbaumaufstellens kommt ursprünglich aus dem heidnischen Brauch. Da wurde am 22. Dezember immer grüne Zweige an die Hauswände gehängt und die wurden mit Lebensmitteln geschmückt. Als bayerische Christbaumkönigin ist es meine Aufgabe, die Wichtigkeit der Regionalität des bayerischen Christbaums den Verbrauchern näher zu bringen und eben auch zu sagen, dass sie unbedingt beim Kauf auf dieses Siegel vom Bayerischen Christbaumverband achten müssen. Also es hat jeder Baum, der in den Verkauf kommt, der hat eine einmalige Nummer. Das heißt, wenn der Kunde im Januar kommen darf oder beim Verkauf und sagt, er hat den Baum mit der Nummer, dann könnten wir nachschauen und könnten den Kunden sagen, wo der Baum gewachsen ist, auf was für eine Fläche. Also geprüfte Qualität aus Bayern heißt eben das, was der Name schon sagt. Man weiß, man kriegt eine Qualität aus Bayern, die wo in Bayern hergestellt worden ist und da auch gewachsen ist. Wir als Verkäufer müssen dann halt eben belegen können, dass die letzten Jahre keine Pflanzenschutzmittel angewendet worden sind, haben bestimmte Dokumentationspflichten. Es ist einfach schön, auch wenn Leute kommen, die wohnen schon jahrelang kommen, mit denen kann man noch wieder ratschen oder die Leute beraten und sieht man, wie sie einen schönen Christbaum gekauft haben, wie glücklich das dann sind. Und einfach, dass die Leute dann zufrieden sind, wenn man ihr ein regionales Produkt verkauft. An Weihnachten ist das schönste Gefühl für uns, dass der Christbaum dann halt fertig im Wohnzimmer steht und wir als Verkäufer einfach wissen, dass wir die Saison gut hinter uns gebracht haben und wir jetzt halt auch mal abschalten können und Weihnachten genießen können. Und da gibt es natürlich nichts Schöneres, wenn der Christbaum in seinem Licht im Wohnzimmer erstrahlt, mit den Kugeln und drunter Geschenke liegen.